Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Cyberpunk 2077. Und wie es halt so ist, heute ist nicht ganz so viel Zeit. Deswegen werden wir uns verstärkt nicht auf Story konzentrieren, wobei ja hier alles Story ist, sondern wir konzentrieren uns auf Nebenmissionen. Das heißt, wir werden uns über die Karte entweder auf bestimmte Punkte konzentrieren. Okay, die Meldung ist nicht wichtig. auf bestimmte Punkte konzentrieren. Wir werden uns Aufgaben hier nehmen, hier wie zum Beispiel Verdacht auf organisiertes Verbrechen oder eben halt Verbrechensmeldung und so weiter und so weiter. Und werden die Sachen so nach und nach abarbeiten. Um uns für den eigentlichen Storyverlauf ein bisschen vorzubereiten, logischerweise. Ein bisschen Geld zu verdienen, ein bisschen an vielleicht guten Items zu kommen und natürlich uns besser auszustaffieren. Genau. Das heißt, das wird die eigentliche Aufgabe sein. Das werden heute so circa 2 Stunden, logischerweise wie fast immer. Aber die letzten paar Male habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Da sind es dann aus den 2 sind da 4 Stunden geworden. Aber heute muss es mit 2 Stunden, also sprich für YouTube so circa 2 Folgen ausreichen. Weil geht nicht anders. Gut, wir stürzen uns auch gleich rein. Ich weiß nicht, ob wir schon Aufgaben letztes Mal noch hatten. Wo ist er denn hier? Wie hier? Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Und wofür genau? Du weißt schon, dies, das. Muss ein paar Erledigungen machen. Freunde besuchen, nichts Besonderes. Aber genug gelabert, lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist die Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß, dass das einen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Okay, ich bin dabei. Japantown, beim Eingang zum Markt. Hupe ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, Vee. Oh, ich dachte, wir sind schon in Japantown. Das sieht Japantown-mäßig hier aus. Okay. Dann warten wir mal. Ach so, wir sind in Little China, nicht in Japantown. Deshalb. So, resümierend denke ich mir mal, waren die letzten Entscheidungen, die ich gefällt habe, doch ganz so weit okay. Also ich kann damit leben, will ich damit sagen. Und letztendlich muss ich damit leben. Ne? Geht ja nicht anders. Aber es sieht schön aus. Okay, hier waren wir schon ein paar Mal. Da auch an der Wand. Oh, da waren wir gerade rausgeglitscht ein bisschen. Okay, ich stehe. Wie geht die Hupo? Ha? Nee. Wie geht die Hupe? Jetzt mal im Ernst, wie geht die Hupe? Ich habe bisher hier die Hupe gebraucht. Steuerung. Controllerbelegung? Nee, da hier, Tastenbelegung. Bremsen, Handbremse, Hupe ist linke Kontrolltaste. Hey, bist du wie? Oh, leck mich. Das beantwortet nicht die Frage. Alter, was ist mit dem los? Du hast da was in deinem Gesicht.
die Granate. Darf ich fragen, warum? Ein Unfall beim Jonglieren oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch, bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist wie, korrekt? Ja. Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn? Little China. Ich hab Lust auf Huhn Kung Pao. Schön scharf gewürzt. Bitte, was ist mit dem los? Warum hat er eine Handgranate im Gesicht? Stört dich das nicht? Was? Die Granate. Also, sie in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. So ein Quatsch. Alter. Boso der Clown. Ah. Hat sich viel verändert. Wo kommst du her? Brasilien. Also, da unten in Süden. Ich weiß, wo Brasilien liegt. Euch Gringos weiß man nie. Oh, da wäre ein Tattoo-Dings. Siehste, da muss ich zum Beispiel überall noch ein Tattoo. Wer nicht? Hast du Freunde bei denen? Nein, warum? Das ist die Frage. Sie sind neugierig. Was wollte ich gerade? Die Tarot-Dinger brauche ich noch. So, da muss ich hin. Wir sind da. Warte hier auf mich und lass den Motor laufen. Wir sind hier nur, weil du Hunger hast? Kann man so sagen. Alter, das sieht so seltsam aus. Der sieht so seltsam aus. Ich kann auch nicht aussteigen gerade. Was war das? Du wirst mir die Scheiße von den Schuhen lecken. Scheiße, was war das? Ich werde bist du so eine Art Granatenfetischist? Keine Zeit für Spielchen. Ei. Ihre Körper altern niemals. Gute Acht, ihr dürft ihre Augen kalt. Nicht schlecht, oder? Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest, was du hier abziehen willst. Wir hören Schläge. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Ich hab einen Stock im Arsch. Warte mal bitte hier. Ich will die Chance gleich ausnutzen. Wenn ich schon mal hier bin, muss es doch bestimmt irgendwo einen Weg hier reingeben. Hier zum Beispiel. Ja, theoretisch. Dass ich an die... Noch weiter höher. Unsehen existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Oh, besser gesagt, dort den Wandel. Uiuiui, vorsichtig. Ich sag's euch. Wo muss ich denn da hin? Nein! Muss ich überhaupt irgendwo hin? Um dereinst zurückzukehren. Merkt euch meine Worte. Ich will dahin. Wo ist das hier? Da, das da. Die Tarotkarte will ich. Und die ist irgendwo. Irgendwo hier.
Frage ist. Jetzt. Die Frage ist bloß, ob die Anzeige richtig ist. Oder halt nicht. Lass mich raten, jetzt muss ich da irgendwie rüber. Weil ich ja nicht hier höher komme. Da oben drauf? Wie soll ich da oben raufkommen? Da hinten rüber. Das geht nur von da hinten rüber. Habe ich mir das auch wohl überlegt? So, und dann muss ich irgendwie darüber, dass ich da oben rauf kann. Oder ist es da oben? Man sieht es leider nicht. Wo ist das hoch? Es ist immer noch höher. Die Frage ist, könnte es trotzdem hier oben drauf sein? Ich kann da hinten hin. Aber ich glaube, nee, hier hinten, nee. Das glaube ich nicht. Oh, warte mal, diese Blendeffekte. Ich habe vorhin wieder mit ein bisschen Grafikoptionen rumgespielt, aber die Blendeffekte, die gehen mir doch ein bisschen auf Zünder. So. So, es soll angeblich irgendwo. Nee, da komme ich so nicht hoch. Ich müsste da hinten rüber, aber. Oder können wir hier irgendwann mal fliegen oder so? Oder da oben rauf, aber das schaffe ich auch nicht. Na komm. So. Ist denn da überhaupt irgendwo was? Vielleicht. Ah, warte mal, da. Nee, das nischt. Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, ich muss komplett da nach oben. Schade. Na komm, normal. Haben wir? Nein. So, also normal. Hier kommen wir hoch. Da theoretisch auch. Uiuiuiui. Aber das kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also ich bezweifle, dass das so geplant ist. Dass man.
Na, nein. Ich bezweifle, dass das da oben ist. Ich bezweifle, dass das da oben ist. Also man kommt hoch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Sache nur mit den notwendigen Mods lösbar ist. Aber genau das, das ist ja genau das, was ich eigentlich jetzt hier... Wo stehen wir? Ah, hier. Was ich ja... heute Abend, wenn ich es ein bisschen testen will, abseits von den normalen Missionen, die hier laufen... So. Da kommen wir nicht drüber. Und da kommen wir nicht... Aber hier. Quatsch. Da kommen wir nicht hoch. Wie sollen wir denn da hochkommen? So. Also ich kann darauf, warte mal. Vielleicht hier rüber. Das könnte was werden. Jawohl. So, jetzt ist es unter uns. Oh, warte mal, hier oben ist was. Was war das eben? Oh, wo ist das gerade? Ach, hier. Das hätten wir nur von hier oben gesehen. Okay, wir haben das Graffiti gefunden. Es gibt's nur von hier oben, ne? Vielleicht gibt's aber auch eine Treppe. Ich Idiot. Ah, nein. Die ganze Arbeit wegen der Treppe. Aber hier oben kommen, glaube ich, nicht so oft welche hoch, hä? Ach, hei, hei. Aber immerhin. Komponenten, Komponenten, Komponenten. Handbuch einer Solo-Legende. Mhm. Alles eingesammelt. Beelzebubs Erzählung für seinen Enkel. Was ist das? Babab, das ist egal. Ich wollte hier, da. Was ist das? Vor unserer Ankunft dort waren viele der damals in Babylon existierenden Wesen ob dieser Frage verrückt geworden und viele andere waren schon auf dem besten Wege dazu. Diese brennende Tagesfrage war, dass sowohl die Yama-Gelehrten als auch die gewöhnlichen Wesen der Stadt unbedingt erfahren wollten, ob sie eine Seele hätten. Über diese Frage gab es in Babylon alle möglichen fantastischen Theorien und immer neue wurden noch dazu gebaut. Achso, und jede, wie man dort sagt, verfängliche Theorie fand natürlich ihre Anhänger. Obgleich es damals eine Unmenge dieser verschiedenen Theorien gab, so beruhten sie doch alle nur auf zwei ganz entgegengesetzten Prinzipien. Eine von ihnen wurde die atheistische genannt und die andere die idealistische oder dualistische. Alle dualistische Theorien hielten an der Existenz der Seele fest und natürlich an ihrer Unsterblichkeit und auch an allen möglichen Arten von Umwandlung der Seele nach dem Tod des Menschenwesens. Und alle atheistischen Theorien behaupteten gerade das Gegenteil. Kurzum, mein Junge, bei unserer Ankunft in der Stadt Babylon fand dort gerade der sogenannte Turmbau von Babel statt. Ja, also die ganze Arbeit, die ich mir gerade eben gemacht habe, völlig umsonst, denn es gibt hier eine verdammte Treppe. Mit einem Fahrstuhl. Toll. Aber meiner war der intelligente, nee, der intelligente nicht, der elegantere Weg. Intelligent war er definitiv nicht. Darauf soll einer kommen. Ach, hier wär's. Ach so. Nee, sie sprechen wir jetzt nicht an. Wir sprechen sie jetzt nicht an. Okay, wie du willst.
Was? Also, jetzt wo du zurück bist. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arcanum. Das Zeichen einer höheren Macht. Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Ach so. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Okay. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Ah, okay, wir haben zwischendurch kurz eine Aktualisierung vorgenommen. Ja, ach, guck mal, eine Winkelkatze. So, Bozo. Alter, niemals. Und achtet auf ihre Augen. Kalt und dort. Ihr Konzern existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Okay. So, wir gucken uns... Ich sag's euch. Das sieht so seltsam aus. Also, wo waren wir? Du bist gut. Da haben die Leute recht. Echt verdammt gut. Nur leider hast du einen Stock im Arsch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Viel Glück, W. Und entspann dich etwas, ja? Erklärst du mir jetzt diese Nasensache? Ach ja, es gab einen Streit mit meinem Bruder und... Er hatte eine Zange. Oh Mann, Geschwister. Du hast ja keine Ahnung. Ich hätte mir eine neue holen können, aber so passt das irgendwie besser zu meinem Stil. Okay. Und ich komme so mit den Mädels ins Gespräch. Muss sie nur nach dem Taschentuch fragen. Und? Funktioniert's? Nicht wirklich. Und meine Bezahlung? Was soll damit sein? Hier, wie gesagt. Die Besten haben ihren Preis. Mach's gut, W. Und nie an der Nase herumführen lassen. Der sieht doch nur aus wie ein Clown. Was haben wir denn bekommen? Ihre Körper, Alter, niemals. Und achtet auf ihre Augen. Kalt und doch. Ich hab ein neues Item bekommen, aber was habe ich bekommen? Kann ich hier gucken, wann? Nee, ne? Oh Gott, ich habe hier so viel. Wir haben Gedöns. Was haben wir denn für ein neues Item bekommen? Kann ja nur ein Neufleck gerade haben. Hier haben wir Sushi. Ist da irgendwas... Langsamer Rotor? Nee, ne? Batterie, geringe Kapazität. Evelyns Handtasche, legendär. Ja, aber die können wir nicht benutzen. Epische Abgekommen. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. So, dann, also wenn wir hier in der Ecke sind, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier einmal eine Nebenmission und hier haben wir auch eine Nebenmission.
Hier ist das Fool on the Hill. Sprich mit Victor? Nee, das wollen wir natürlich nicht. Fool on the Hill ist nämlich die Graffiti-Geschichte. Achso, das ist aber nur optional. Also machen wir... Nein, das nicht. Das. Wir kümmern uns um diese hier. Was auch immer das ist. Hier steht bloß Nebenmission. Wer weiß, was auf dich hier wartet. Dies gleich hin. Dort den Wandel. Ist doch hier von ihm. Ich sag's euch, Saburo ist nicht wirklich tot. Er weilt ungestört in der Familiengruft. Labt sich am ja, Blut. Ja, okay. Aber Saburo ist wirklich tot. Vertrau mir, ich weiß es. Welch Überzeugung. Du hast seinen Tod mit eigenen Augen gesehen. Naja, also eigentlich... Nein, ja. Hab ich nicht. Ah, siehst du? Doch wie, fragt ihr, können Sterbliche zu Monstern werden, die dem Tod trotzen? Mit Hilfe der Techno-Nekromanten von Alpha Centauri. Es war ihr Blut, das Saburo Arasaka trank, um sich in diese Teufelsbrut zu verwandeln. Larry, verrat doch keine Arasaka-Geheimnisse. Die finden dich. Na und? Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Ja. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Such dir Arbeit. Ein Eddie. Ja. 100 kriegst du. Für die tollen Storys. Du leistest gute Arbeit. Nimm das, um Night City wach zu rütteln. Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. Radiowellen bringen euch die Wahrheit. Sollen die mit Ohren zuhören und die mit Augen sehen. Das war's? Ihr Mutterschiff verbirgt sich genau über unseren Köpfen. Haltet euch bereit, denn sie kommen! Du, ich will die Mission haben hier. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist! Die ist aber noch da, die Mission, oder? Nee. Oder doch? Wenn ihr ihre Existenz wissentlich leugnet, haben sie schon gewonnen. Doch, die ist weg. Och nö, ne? Unentdeckt. Aber, was? Verstehe ich. Oh, was ist das hier? Hier ist doch eine Tarotkarte. Komischerweise ist es aber noch markiert, das Ding. Hammer. So, was haben wir denn noch Hübsches? Also wenn wir hier schon immer gleich in der Ecke sind, hier können wir Fahrzeug kaufen. Wo bin ich denn gerade? Da unten bin ich. Guck mal, hier ist nochmal eine. Da können wir... Wobei, die ist, glaube ich, zu Fuß besser erreichbar. Da lang. Vielleicht kriegen wir nämlich noch andere Sachen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Was? Alter! Ich bin eindeutig vor ihm gelaufen und er fährt mich über hier. Hi, alles schick hier. Wer ist er? IF wurde heute... Ach, Judy. F wurde heute beerdigt. Kolumbarium bei North Oak. Oh, warte mal. Da gehe ich mal hin. Warte mal. Ja. Kolumbarium. North Oak. Falls es dich... Danke für die Info. Wie geht es dir?
Mein Plan für heute ist, mir die Birne wegzusaufen. Kommt da noch was, oder? Nee, da kommt nichts weiter. Okay, ich hole mir erstmal das... das seltsame Graffiti. Ach, hier ist das Afterlife. Oh, das sind aber schön versteckt, die Teile. So, was hat sie gesagt? North Oak. In welchem Stadtteil ist es? Wahrscheinlich ist es auch im Norden, ne? So, was haben wir hier? Northside, Kabuki, Little China. Das da draußen ist nichts. Japantown. Da, North Oak. Columbarium. Da wird wahrscheinlich eine Schnellreise sein. Capitola, Metro, Cherry Blossom. Mega-Gebäude, Crescent, Silk Road. Columbarium. Wir fahren einfach hin. Guck mal, hier hinten ist noch eine Verbrechensmeldung. Also da ist ein bisschen was zu tun. Und auf dem Weg dahin können wir überall anhalten. Was ist das hier? Das ist die Hauptquest. Auf dem Weg dorthin können wir überall anhalten. Und Dinge mitnehmen. Zum Beispiel so ein hübsches Auto hier. Schönes Auto. Du musst noch ein Stück weiterfahren. So, und dabei nehmen wir wieder alles mit, was wir hier finden können. Wir müssen hier irgendwie in den Innenkreis rein. Da rein. Hier vielleicht? Fehlgeschlagen. Mist. Nicht geklappt. Da irgendwie hin in die Mitte zu dem Verbrechen? Ich wollte zu der Verbrechensmeldung. Was? Ah. Klappt doch. Frage ist, ob das auch klappen kann? Das wird nicht klappen. Schade. Das klappt nicht. Aber ich könnte von dort... Na, na, na. Ach, Mann. Dass ich das auch immer wieder probieren will hier und muss. Nee, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Oh. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Lassen wir das.
kriegen wir früher oder später sowieso hin. Hier ist zu Hause. Apropos zu Hause. Moment. Zu Hause weiß ich was. Ich glaube direkt vor der Tür von Wies Wohnung. Einer der Testsitzungen, sage ich jetzt mal, wo ich ein bisschen was rumgespielt habe, bin ich nach Hause gelaufen. Da war eins direkt. Okay, pass auf. Wenn du eine Gummipuppe nimmst, in jedes Loch ziehst, ist das ein Seitensprung? Die Frage ist bloß, wo ist... Oh. Nee, da war... Ach, bin ich. Ist es nicht das Zuhause? Junklan? Junklan? Fixer? Ist hier gar nicht das Zuhause. Warum bin ich denn hier? Wo ist mein Zuhause? Mein Zuhause ist hier. Oh, ich bin im falschen Gebäude. Aber die sehen so ähnlich aus, ja? Diese riesengroßen Tempel. Das ist es. Oh, krass. Die stehen immer noch hier und quatschen. Das einzige Mittel zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele Lichtwerke verseucht sind. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Als Reaktion auf erhöhte Gangaktivität hat der Bürgermeister die Gefahrenstufe der Öffentlichkeit auf Rot erhöht. Bewohnern von Arroyo und Watson wird geraten, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Gut, da habe ich mich getäuscht hier. Dann ist es nicht das, was ich dachte, dass es zu sein hat. Oh, was ist denn hier los? Streifenpolizist. Oh, das sieht nicht gut aus. Was jetzt? Es sieht... Oh, Entschuldigung. Ich bin doch schon... Was zum Teufel sollte das? Ich wollte mir doch das Auto bloß angucken. Mann, ey, warum ist der so aggressiv? Oh, es hat nicht mehr geklappt. Verdammt. Hat nicht mehr geklappt. Da hinten müssen wir hin, okay. Das sieht bloß so aus, als ob man hier rein kann. Das ist schade. Hier hätte ich mir ein paar mehr Zwischenräume gewünscht, wo man reingehen kann. So wie man hier runtergehen kann. Was ist denn hier? Tiger Claws. Die dürften mich eigentlich nicht angreifen, ne? Wie seltsam. Was denkst du, wer ich bin? Okay, so viel dazu.
Okay. Gegen die Knarre hat bisher fast keiner eine Chance. Und weg mit dir. Ach, doch nicht. Was haben wir denn? 551C. 55551C1C. So. Na, den brauchen wir nicht, den Ping. So. Hier ist irgendwas Archiviertes. Kleinen Moment. Es gibt zu tun. Also, Laden in der Broad Street. Schlag auf die Finger oder Schuss ins Hirn? Schuss ins Hirn. Bezahlt er nicht? Warum hat das? Meint, er bräuchte keinen Schutz. Vollidiot. Hat sich sogar ein paar Mietmuskeln angeschafft. Macht die ganze Truppe nieder. Sünder oder Animals? Animals. Oh, Street Cred ist nach oben gegangen. Ist noch was Hübsches hier? Nee, ne? Nö. Hier liegt was Blaues. So, wo müssen wir eigentlich hin? Von hier müssen wir in die entgegengesetzte Richtung. Oder wir gehen hier Richtung Straße, wie wir gerade unterwegs sind. Mich raten, ich muss da hoch. Okay, da muss ich hoch. Gibt es eine Abkürzung unten lang? Nö. Nö, sieht nicht danach aus. Die Frage. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Ja. Huch. Und Schuss mit dir. Oh, der ist hinüber. Was seid ihr denn eigentlich für welche? Daten, okay, Mist. Gefälschte Dokumente gewöhnlich, okay. So, was haben wir denn jetzt alles bekommen? Wir waren jetzt hier einmal durch. Huch, falsche Taste. So. Hab grad die Windows-Taste gedrückt. Aber das Spiel. Entschuldigung. Aber das Spiel fängt es ab. Ja, das hat so nicht sollen sein. Ich bin da einfach in irgendwas reingestolpert hier. Hm, Tiger Claws wahrscheinlich. Sieht danach aus. Okay, und raus hier. Die Leute lassen einfach den ganzen Kram hier liegen. Waffen,
auf einer Straße. Guck mal, so viel schneller bin ich mit dem Auto auch nicht, ne? Eat the rich. Was ist das hier unten? Das ist doch prädestiniert, um hier was zu verstecken, oder? Huch, was war das? Turbo. Das ist keine Tarotkarte. Okay, hier kann man zumindest hochlaufen. North Oak. Okay, wir sind schon mal in North Oak. Was ist das da in die Richtung, wo wir gucken? Die Häuser? Irgendwas. Da ist eine Verbrechensmeldung. Hier drüben auch. Okay. Ah, hier war ich schon mal. Genau, da sind die Typen hier. Es geht höllisch schief, aber ich probiere es trotzdem. Schuss. Oh, 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 oh. Zwei Schuss. Man hat die richtig gesehen, die Schüsse. Einer kam und dann war drei Viertel des Lebens weg. Okay, die lassen wir mal. Das sind die vom Trauma Center hier, ne? Traumateam, genau. Ach, hier doch, bei dem Friedhof waren wir auch schon mal. Hier ist sie beerdigt. Ob wir sie überhaupt finden? Aber warum kann ich nicht mit ihr reden? Das ist... Weil deine Mama sehr krank war. Und nicht mehr bei uns ist. Aber sie schaut uns immer noch zu. Und sie hat dich so sehr lieb. Preston sagt, dass sein Papa gestorben ist, aber er kann trotzdem noch mit ihm reden, wenn er will. Weil Prestons Papa nicht im Himmel ist, so wie deine Mama. Preston sagt, sein Papa ist an einem besseren Ort namens Arasaka. Ach, Schatz. Und er sagt, wenn wir mehr Geld hätten, könnte Mama auch in Arasaka statt im Himmel sein. Nein. Und dann könnten wir sie jeden Tag besuchen gehen. Schatz, es tut mir so leid. Ach, die Szene hatten wir schon mal. Wir hatten hier irgendjemanden, den ich gesucht. Jetzt müssen wir mal gucken. Lucius Ryan, ein großartiger Mann. Das ist nichts. Ob wir sie hier finden?
Ich weiß nicht, ob wir von Evelyn... Andrew Wayland. Er wollte ein Realität erschaffen, gab dafür sein Leben. Antonia Perales, geliebter Freund und Bruder. Nick Ford, geliebter Freund und Bruder, war ein guter Mann, der zu früh von uns ging. Ryan Adam Webb, I'm a Rocker Boy. Vater, Ehemann, Bruder, Sohn, steige hoch in den Cyberspace. Erschaffer von Welten. Roy Botti. Alt Cunningham. Oh. Hier waren wir aber nicht. Es gibt also offiziell ein Grab von Alt Cunningham. Und das ist die Story-Mission. Never Fade Away. Oh, schön, dass wir hier geguckt haben. So, mal gucken, ob wir, wie gesagt, Evelyn Parker hier finden. Das ist nichts. Nichts. Oh ja, das ist doch ein bisschen was. Nee. Ob hier irgendjemand... Ach du Kacke. Ob hier irgendjemand rumsteht? Da hinten geht's auch noch weit. Ach hey. Ich glaube nicht, dass wir sie finden werden. Sofern sie überhaupt hier beerdigt ist. Also, technisch gesehen. Nee, ist nichts. Ich meine, man könnte jetzt so gucken, ob wir mit Judy sprechen können. Weil ich mache mir schon extra die Arbeit, um hier hinzugehen und dann ist sie nicht da. Das sind alles keine funktionstüchtigen, also lesbaren Terminals hier. Die wissen alle, wo sie gucken müssen. Ist das vielleicht... Judy. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas... Wo ist denn Judy? Da. F wurde heute beerdigt. Kolumbarium bei North Oak, falls das dich interessiert. Aber wir haben leider keine andere Info. Mist. Also es interessiert mich ja schon, wenn ich wüsste, wo ich gucken muss. Okay, das ist Vater-Tochter. Hier ist nochmal Lucius rein. Oder war es das von vorhin? Das haben wir schon gescannt. Das war nämlich eine Tarotkarte. Da ist nichts. Caroline Jablanski. Sie lebt in unserem Herzen weiter. Hier draußen sind auch noch welche. Vielleicht ist es auch sehr offensichtlich. Hier fehlt eins. Da auch. Schade. Das wäre jetzt so cool gewesen, wenn man jetzt hätte hier irgendwas finden können. Oder aber es ist schlichtweg noch nicht die Zeit dazu, was zu finden.
wird nachgereicht. Als DLC oder so. Nix. 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 Was war das gerade eben? Nee. Schade, 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 schade. Nee. Haarwachs. Mhm. Gucke mal kurz, kleinen Moment. Ich gucke mal kurz nach, ob ich dazu was finde. Also, ob das existiert oder nicht. Nicht, dass ich mir hier umsonst die Arbeit mache. Grab Evelyn Parker. Cyberpunk. Kleinen Moment mal. Das. Bla 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 bla. Nee, ich glaube, das gibt's gar nicht. Also, das ist einfach nur. Das ist einfach so. Warte mal, Evelyn. Evelyn Parker. Wie hieß der Laden hier, wo wir gerade sind? Moment. Ne, Quatsch, nicht da. Da eins zurück. Und da will ich hin. Und Judy, das war Columbarium. Wird schon vorgeschlagen. Oh, es gibt, glaube ich, eine. Oder? Er lädt bloß gerade wie bekloppt. Nun komm. Nun lad. Er wird nicht fertig. So. Okay. So, Alt Cunningham haben wir gefunden. Und hier steht's. Evelyn Parker's spot in the Columbarium may not be available for you around the time Judy sends you the text message. Aha. Man muss ein paar Seitenquests noch machen, um das dann nachher zu finden. Okay, also kommt das später. Man findet sie dann später im Dings. So, warte mal, ich mach mal noch das Dings an hier. Das Video? Gibt gar kein Video dazu. Dann passiert das später. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Machen wir das später. Alles gut. Weiter geht's. Nebenmission. Das war zumindest für mich jetzt einfach mal wichtig. Ich darf es nur nicht vergessen. Columbarium, ich mach mal hier ein... Mit dem schönen Stift Columbarium F. Da möchte ich nämlich irgendwann mal hin. Weiter geht's. Und die andere Quest, wer weiß, was hier auf dich wartet, die geht nicht weg. So, das war der Bürgermeister, Lucius. Und das andere ist irgendwo hier die Straße runter. Polizei ist auch schon da. Ja. 2 Wochen, bevor sie den Biochip angekündigt haben. Hab schon bessere Entscheidungen getroffen. Du, Mike? Ja, ich. Wie meine Schwester zu heiraten? Finanziell ein besserer Schachzug als deiner mit den Anteilen. Touché. Na, was soll's? Wirst du dir einen holen, wenn sie die Dinge veröffentlichen? Hä? Ach, die Biochips? Nee. North Oak ist schon groß genug für mein Ego. Ah, vielen Dank.
Ist hier schon wieder was? Wer hat hier schon wieder was angestellt? Ja, die haben es verdient. Die sehen schon so aus. Och, jetzt gibt er Gas. Athletik wieder nach oben, sehr schön. Sind wir schon da? Oh, das tut weh. Ich habe zu früh den Doppelsprung gemacht. Was haben wir denn hier? Das ist doch kein Verbrechen hier. Neutralisiere die Bedrohung? Wieso? Wer ist hier? Oh. Neues Lager. Ich kann gleich lesen machen, ja. Hey, Frank. Das alte Lager ist verbrannt. Hab mich mal umgehört. Anscheinend haben es die Bullen hochgenommen. Also hat uns entweder einer verpfiffen oder die Cops beobachten uns. Halt auf jeden Fall die Augen offen. Ich schick dir den Standort vom neuen Lager bei Japantown. Koordinaten im Anhang. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Aber ist es das hier oder ist es das? Das hier. Versteck des Dealers. Japantown. Okay, es ist relativ dicht. Und die andere? Da drunter? Wo ist, wäre die technisch gesehen? Zu Dirty Freds Lager. Ist noch ein bisschen weiter weg. Okay, Querfeld ein. Vielleicht finden wir hier auch noch was Hübsches. Ich meine, wozu macht man sich die Mühe, hier noch ein bisschen Natur zu schaffen, ne? In so einer technologisierten Welt? Wenn hier vielleicht nichts ist. Oder ist halt nur Optik. Logischerweise. Hier kommt sowieso gerade kein Auto hin. Hier. Hier gibt es nicht mal Laufgeräusche. Warum habe ich eigentlich ein Gewichtssymbol gehabt? Ich bin doch noch nicht... Nö, nicht mal ansatzweise. Schade, dass man die nicht nehmen kann. Dann könnte man wirklich rumfliegen. Aber ich befürchte, wir können nicht fliegen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Speichern derzeit nicht möglich? Das klingt nicht gut. Warte mal. Darf ich hier speichern? Ja. Wir kämen nur rein über die Brücke. Ach, hier sind wir jetzt. Die Frage ist, ob wir... Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier fliegen können. Dann hätte ich schon davon gehört, dass man das kann.
Ich bezweifle, dass das geht. Doppelsprung, es geht doch nicht. Verdammt. Oder haben sie das raus? Das haben sie nicht rausgepatcht, oder? Warte mal.